Riha! Hallöchen, liebe Freunde, hier ist euer Foxy! Ein neues Early Access Spiel ist draußen. Das heißt Prehistoric Kingdom. Und das wollen wir uns mal leicht angucken. Es ist leider im Moment Englisch. Ich habe jetzt gerade nicht mit Alexa gesprochen, aber okay. Macht nichts, das ist ganz normal hier, wie es hier immer so läuft. So, auf jeden Fall ein sehr schönes Bild, gefällt mir ganz gut. Wir können das hier noch ein kleines bisschen runtersetzen, noch ein bisschen hoch, damit es hier ein bisschen passt. Aber, okay, sehr schön. Dann wollen wir doch mal das Spiel starten. Leider ist das Spiel natürlich in, richtig, Englisch. Early Access ist leider normal. So, wir können mal gucken in die Einstellungen, ob man da doch zufällig Deutsch machen kann und die das noch nicht gemacht haben. Weil Qualität ist high. Low, wir können hier einfach auch nochmal ein bisschen high nehmen. Auf Ultra will ich jetzt noch nicht riskieren. Early Access, das könnte natürlich noch ein bisschen was passieren. Gut, soweit hätten wir es denn. Kameramodus wollen wir nichts machen hier. Ich hätte schon ein bisschen Musik. Musik können wir mit dem Master ein bisschen runterschrauben. Ich bin gespannt, wie das Spiel so ist. Das akzeptieren wir hier so. Und wir haben das Spiel auf Folgendes. New Create Another Park oder Szenario. Park Missionen. Wir machen mal New. Wir kreieren einen Park. Also können wir uns jetzt aussuchen, was wir haben wollen. United Kingdom, Spain, also das ist Spanien. Oder also halt, ja, Costa Rica. Also ich bin für United Kingdom. Das ist schon ganz gut. Da sind halt hier unten die Dinosaurier, die wohl hier irgendwie gefunden worden sind. So gleich am Anfang United Kingdom. Was haben wir denn hier noch für schöne Sachen? Geld, und wir starten das Spiel doch einfach mal. Wir haben ein bisschen Kohle und wollen mal schauen, dass wir da ein bisschen zurechtkommen in diesem kleinen möchtegern Spiel. Und ich bin echt neugierig, wie das so ist. Qualitativ im Video, im Trailer sah es schon recht gut aus. Aber ich weiß aber auch aus Erfahrung, Trailers heißen leider nicht immer alles so, wie es sein muss. Es wird hier noch geladen. Also es dauert so kurz seine Zeit. So, damit wären wir hier auch bereit und muss ich jetzt schon sagen, sieht sehr gut aus. Hier kann ich mit dem Viereck ein bisschen was machen. Wie gehabt, die andere Maustaste bewege ich mit WASD auch. Okay, und wie drehe ich mich? Bestimmt mit, oh, ich komme runter. Oh, bist du Gräser? Wow. Okay, und mit E wieder hoch. Sehr schön. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch wissen, wie ich mich rotieren tue, ne? Auf jeden Fall sehr schön. Kann ich auch mit der Maus wegzoomen. Okay, wie weit komme ich weg? Oh, sehr weit weg. Sehr schön. So, das ist also mein Parkeingang hier vorne. Gehe ich mal von aus. Da wollen wir doch gleich mal schauen, dass wir... Hallo, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er denn? Na? Kein Plan. Würde mich gerne drehen. Gut, wollen wir dann schauen, was wir hier machen. Animal Grill, was haben wir hier noch? Das ist vermutlich das hier. Kann man hier irgendwas anklicken? Oh ja, hier kann man wohl abreißen. Hier, also weg und weg. Und weg, ja, alles wegmachen hier. Das wollen wir doch gar nicht erst haben. So, schön. Dann haben wir hier eine Habitable kann ich hier aufbauen. Habitable ist ja ein Grundstück bei einiges. Aber auch hier passiert gerade nichts. Wollen wir mal gucken hier. Das ist hier die Tutorial-Information. Leider in Englisch, wie gesagt, aber okay. Geht ja nicht anders. Das sind jetzt einfach nur im Moment die Tipps. Hier habe ich die Fragezeichen, kann ich auch wieder wegmachen. Sehr schön. So, Animal Horror, habe ich noch gar nichts hier drin. Was kann ich hier? Oha, hier kann ich halt die
Sachen wo frei machen. Germany. Was haben wir denn bei Germany? Können wir schon was machen? Unlock. Was ist das denn? Ein Ara. Arach. Naja, ja, ihr wisst schon, was das ist. Dinosaurier ist immer manchmal eine schwere Sprache. Was haben wir denn? Parkway Wending. Kann ich nichts machen hier? Region. Auf jeden Fall schönes Vieh. Ich würde gerne. Also, auch hier gedrückt halten. Ich habe gerade eine Ausgrabung gestartet. Schön, 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 schön. Das ist schon mal gut. Dinosaurier. Mammuts habe ich hier anscheinend auch zu finden. Aber so weit wollen wir noch gar nicht gehen. Spezies gibt es hier. Und das ist die Habitable. Oh, hier, guck mal. Das ist meine Bilanz. Natürlich ein bisschen miese, aber okay, das kriegen wir auch noch auf die Reihe. So, hier haben wir dieses Anguck-Symbol. Sehr schön, auch nicht schlecht. Hier ein Fotosymbol, um da hier weiterzumachen. Und jetzt will ich trotzdem wissen, wie ich mich drehen kann, ne? Also, dass man hier mit Q so schön weit runtergehen kann, also wirklich weit runter, so kann man jedes Dinosaurier gut begutachten. Was ist hier unten? Part. Komme ich hier hoch? Auch Abriss. Guck mal, hier unten ist das leider sehr, sehr schlecht gehalten. Ich kann das hier unten gar nicht sehen. Pause-Button. Seht ihr das da unten? Da ist das Problem. Ach so, ihr könnt das sehen. Ich nur nicht. Okay, sehr schön. Das ist ja sehr interessant. Mal gucken, ob ich das irgendwie runterkriege. Ihr könnt das sehen. Ich nicht. Das ist ja interessant. Ach so, ich bin auch im Fenstermodus, ne? Settings? Machen wir Fullscreen. So, mal gucken, ob ich jetzt mehr sehen kann. Aha. Geht doch. Sehr schön. So, Parts. Hier kann man wohl kleine Zäune hinbauen. Sowieso was hier. Das ist aber eher wieder was für kleine Dinosaurier. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich mache mal das Gehege ein bisschen größer, kostet natürlich mir ordentlich Geld. Okay, schließen wir es so ab. Gut. Das ist schon mal ein Anfang. Ein schönes kleines Gehegelein. Sehr schön. Also die Bauoption ist wirklich schon sehr schön. Hier gibt es dann auch hier Parkstrom. Werde ich wohl auch brauchen, so einen Stromgenerator. Animal. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ach du Schande. Dieses Ding ist. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Sehr weg rangezoomt. Die Steuerung müsste dringend besser platziert werden, weil ich jetzt wieder mein Gehege nicht sehe. Ich komme auch nicht wieder zurück. Wo ist denn das jetzt alles? Gut, auch hier muss ich wieder sagen, es ist noch Early Access, da muss man ganz genüsslich bleiben und auch mal sagen, es ist nun mal erstmal so. Ah, jetzt komme ich weiter. Ich komme weiter, aber hier nicht weiter. Okay. Da unten ist mein Gehege. Oh. Na, weiter zurück. Komm schon. Komm schon. Bitte. Ab hier ist Feierabend. Ich habe es doch vorhin weiter gebaut. Ab hier komme ich nicht weiter. Okay, wir bauen das Gerät einfach mal so. Haben wir schon mal so einen Teil. Da gibt es natürlich den Pfad. Den Pfad, den Pfad, den Pfad. Zum Beispiel Asphalt. Da können wir natürlich hier einfach so ein kleines Pfad hinbauen zu dieses Gebäude. Hold Shift. Aha. So bin ich jetzt wieder weiter runter. Ich würde gerne Dinosaurier reinsetzen, ne?
im Moment die Toolbox-Sandbox. So, da habe ich den Strom. Da braucht man natürlich auch hier noch Modular, noch irgendwas. Ich teste das jetzt nur im Moment so erstmal ein bisschen aus, ne? Was haben wir denn hier? Ach so, kleine, ja. Kleines Gehege, was ist das wohl? Eine Hundehütte? Brauchen wir sowas? Ich suche eigentlich eher eine Futtersache. Oh, guck mal, man kann hier alles bauen. Das ist das, wenn man das direkt baut. Zum Beispiel hier so eine kleine Statue. Das ist natürlich auch richtig cool. Könnte man natürlich hier bauen. Dieses Park ist natürlich ein bisschen anders als Jurassic Park. Muss man natürlich auch dabei zusehen. Wir können hier nochmal gucken. Hier kann man Tore bauen, Türen, auch noch weitere Wege. Was ist das? Ach, so ist auch wieder was mit Strom zu tun. Animal-Käfig. Ich würde natürlich jetzt auch gerne... Guck mal, wir können natürlich im Animal-Käfig auch gerne noch so einen kleinen Bau hinsetzen. Ob es jetzt so cool ist, wenn der Zaun so klein ist, kommt immer an, was das für Tiere reinkommen. Sieht aber schon mal nett aus. Jetzt hat er natürlich keinen Strom, dieses Gebäude. Aber okay. Jetzt würde ich aber auch gerne... Irgendwie da Futterkiste, das könnte man natürlich hier auch noch hinstellen. So schön rein, jetzt sieht man nichts mehr, also es ist wirklich dunkel. Wahnsinn. So geht das. Guck mal, Filter, es ist hier Windows-Modus hier wirklich schon. Sehr cool. Rotation ist X. Das rotiert wohl nur das Teil hier. Kann ich hier leider nicht machen. Es sei denn, X ist Z. Nein, ist es auch nicht. So. Terraforming. Jetzt kann ich hier natürlich noch die Inselkarte, aber jetzt sieht man natürlich gar nichts mehr durch die Höhe und Größe. Aber ich kann mir kein Dinosaurier anschauen. Hier, nur Dinosaurier. Parkmanagement natürlich auch nicht sehr gut. Natürlich habe ich hier noch ein bisschen. Null Dinosaurier, null Animals. No, Anna. Wir wollen natürlich gucken, dass wir hier eine Spezies ein bisschen vorankommen. Guck mal, hier unten ist erstes Jahr. Und natürlich ist das hier dieses Menü. Okay. Guck mal, männlich und weiblich haben wir hier auch den Charakter. Das könnte man natürlich erst sehen, wenn wir die Tiere hier einbringen. Was haben wir denn hier? No Spirit, Power haben wir nichts. Muss ich Stromkabel verlegen, habe ich auch noch nicht gefunden. Da es leider Englisch ist, kann ich damit nicht sehr viel anfangen. Aber nun ja. Ist leider jetzt gerade mal so. Was ist Gameplay? Muss mal gucken. Qualität, ultra. Hier gibt es ja nicht mal eine Möglichkeit, eine andere Sprache einzusetzen. Hier geht das doch, hä? Nee, hier komme ich gar nicht erst in die Controls. Es ist irre. Auf jeden Fall will ich das Spiel weiter in Beobachtung halten. Gerade, wenn es dann mal Deutsch ist, um mehr zu verstehen. Ich wollte auf jeden Fall mal zeigen, was es so Neues gibt. Der eine oder andere wird es auch bestimmt mal gerne spielen wollen. Bevor er das so machen tut, dann hat derjenige schon mal ein bisschen Möglichkeiten, dich da einzubinden. Nur leider ist es gerade verdammt dunkel. Kann ich die Zeit vorspulen? Ne, jetzt wieder rotieren. Komm, wir machen mal Power hier. Komm, hier, zack, zack. Nee, hier kann ich nicht von machen. Kann auch nichts machen. Ah! Aber die Zeit geht nach vorne, damit man mal ein bisschen was sieht. Oh, guck dir mal den Himmel an. Schon geil gemacht, wirklich geil. So, so habe ich jetzt einen Bau fertig. Dinosaurier-Teil
Könnte man natürlich hier noch gerne. Irgendwo habe ich Türen gesehen, ne? Tür, Tor. Guck mal, Gitter gibt es und sowas alles. Eigentlich auch nicht schlecht. Könnte man natürlich noch ein kleines Bang Animal. Also, das ist so ein Käfig. Large. Small. Was ist denn, wenn ich das hier reinsetze? Kann man auch noch einiges machen. Also, man kann hier wirklich sehr viel dran rumspielen. Ich spiele jetzt auch gerade nur wirklich erstmal hier rum. Und hier gibt es natürlich auch jetzt einen Baderaum, also auch für die Leute, für die Besucher. Vermute ich hier einen kleinen Imbiss bestimmt. Da, Burger. Ein Burger, so würde ein Burgerladen aussehen. Könnte man da hinten hin tun. Guckt euch den Schatten an. Auch sehr gut gelöst. Hier eine Burger-Sache. Und wenn die Leute im Park kommen, dass man hier sich ein kleines Burger kaufen kann. Auch das sehr gute Struktur, sehr gut gemacht. Kann man nichts zu sagen. Aber ohne Dinosaurier keine Parkbesucher. Aber irgendwie habe ich auch das Gefühl, das ist hier noch nicht alles. Da gehört noch der eine oder andere dazu. Da ich zoome hier immer, wenn ich zu weit weg zoome, komme ich hier nicht mehr zurück. Irgendwo hatte ich doch den Eingang gehabt. Ich weiß das. Irgendwo war der Eingang. Den ich jetzt nicht mehr finde. So, ihr wisst schon am Anfang, da hatte ich so ein komisches Gebäude gehabt. Aber so kann ich ihn auch nicht sehen. Und was ich hier machen kann, weiß ich auch noch nicht. Und rotieren kann ich mich auch nicht. Aber hier, guck mal, das ist so das größte Zurück, was ich machen kann. Da ist mein Gehege, es sei denn, ich gehe noch ein Stück weiter runter. Da ist der Eingang. Aha. Puh, lange Zeit gebraucht zu finden. Hier könnte man das natürlich Wege weitermachen. Ich jetzt auch ein Dinosaurier. Hier könnte man jetzt. Achso, auch hier bräuchte er wohl Strom oder sowas. Hat er auch nicht. Könnte man natürlich auch noch sagen, hier komm her, kriegst Strom. Hier komm her. Weiß ich gar nicht, ist das ein Stromgenerator? Animal, nur so lag. Nein, das ist es nicht. Ich habe doch hier eben gerade, da muss doch, da gibt es nicht mehr. Auch hier beim Hoch runter zu kommen passiert gar nichts mehr. Ich glaube, das Spiel hat gerade Pause eingelegt. So. Ich glaube, es ist zu groß. Wollen wir was Kleines aufbauen? Hier steht zwar drauf, Park Service. Wir können natürlich hier ein kleines Park Service aufbauen. Hier so genau an der Ecke. Da dreht sich sogar irgendwas. Auch nicht verkehrt. Sieht verdammt gut aus. Ja, strukturmäßig und so alles sehr, sehr schön. Hier kann man auch. Aber. Achso, hier kann man denn, was man eingenommen hat, Objekte. Habe aber nicht gefunden, wo ich Dinosaurier bauen kann. Hinstellen kann. Da muss man wohl weiter fortführen. Da könnte man natürlich auch noch Management Weave hier, was da so hat. Hier, guck mal. Ah. Braucht Strom null. Haben Strom oder sowas. Keine Ahnung, ob das so der Grund ist. Ich würde natürlich jetzt gerne da. Hier habe ich eine Ausgrabung. Habe ich den jetzt schon fertig? Wenn ja, wie kriege ich den? USAC. Saving. Sehr schön. Locket geschlossen. Auch hier ist noch geschlossen. Ich will noch was anderes ausgraben. Na, das müsste eher für einen Livestream deutlich besser ankommen. Weil ich da mehr Zeit habe, sowas zu testen. Ich habe jetzt nur so ein Video gemacht, um zu zeigen, was ich da neu geholt habe. Um zu schauen, was das genau ist. Also in der qualitätsmäßig
finde ich das ja schon mal der Hammer. Schaut euch das an. Das sieht doch richtig gut aus so. Oder? Da mache ich mal ein Foto von. Und das benutze ich dann so ein bisschen als Hintergrundbild. Das könnt ihr eigentlich auch noch mal weg hier, dieses Ding. Und ich hoffe, euch hat das so ein bisschen gefallen, wie es da so ist. Natürlich hätte ich jetzt auch gern einen Dinosaurier gesehen. Aber war jetzt gerade leider nicht möglich. Weil ich das da auch nicht so ganz überblicken tue. Aber trotzdem, ich hoffe, der eine oder andere kann es damit was anfangen. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal immer dran denken. Wir sind nicht fix und die Foxys. Und Game Over.